In diesem Video geht es um das sogenannte Fadenpendel, was ich gerne als einen fast harmonischen Oszillator bezeichne. Wie ein Federpendel aussieht und warum wir jetzt hier von einem fast harmonischen Oszillator sprechen, würde ich mir gerne mit euch in einem Experiment im AlgoDo anschauen. Dazu habe ich folgende Szene aufgebaut. Wir sehen jetzt hier eine Kreisscheibe. Das ist die eigentliche Masse, die in unserem Experiment bewegt wird. Wahrscheinlich werde ich die immer wieder als Kugel bezeichnen. Diese Masse ist an einem Balken befestigt und dieser Balken hier ist eigentlich das, was in den Büchern meistens als ein Faden bezeichnet wird. Man hätte auch hier so ein Kettenwerkzeug, wo ist das Ding hier? Man hätte auch ein Kettenwerkzeug nehmen können, aber für das Experiment ist es eigentlich besser, hier eine starre Verbindung zu haben. Dort haben wir noch eine Drehachse, um die sich unser Balken hier bewegen kann. Wenn ich die Simulation starte, kann ich mein Pendel ein bisschen auslenken und wir sehen jetzt eine periodische Bewegung. Die Kugel nimmt jetzt in gleichen Zeitabständen den gleichen Bewegungszustand an. So, ich stoppe das mal hier und setze das Ganze etwas rückgängig. Wir wollen uns jetzt den Graphen anschauen und zwar auf die X-Achse werden wir die Zeit eintragen und auf die Y-Achse schauen wir uns die X-Koordinate von dieser Kugel an. Dazu klicke ich jetzt hier mit der rechten Maustaste drauf auf die Kugel Graph anzeigen. So, auf der Y-Achse ist schon die Zeit und auf der X-Achse ist schon die Zeit und auf die Y-Achse kommt jetzt die Position in X-Richtung. Wenn ich die Simulation starte, kann ich jetzt hier unsere Kugel ein bisschen auslenken und wir sehen jetzt hier, jetzt sind wir im negativen Bereich und hier sind wir jetzt im positiven Bereich. Wenn ich das Pendel loslasse, sehen wir jetzt auch eine periodische Bewegung, die wir jetzt hier in dem Graphen betrachten können. Im Moment, so, ich leere mal den Graphen und die Zeitspanne setze ich etwas kleiner auf 5 Sekunden. Da sieht man jetzt den Graphen etwas schöner. So. Jetzt sehen wir einen wunderbaren Verlauf und die Kurve sieht ziemlich sinusförmig aus. Und im Prinzip ist sie kaum von einem Sinus zu unterscheiden. Dass es sich dabei nicht direkt um den Sinus handelt, können wir uns anschauen, indem wir jetzt hier, ich pausiere das mal und setze das ein bisschen zurück, leere den Graphen, starte die Simulation und jetzt mache ich die Auslenkung deutlich größer. Und wenn wir jetzt starten, sehen wir, dass die Kurve in der Nähe von den Tief- bzw. Hochpunkten sehr abflacht. Und das ist natürlich nichts, was sinusförmig ist. Also es ist ein Graph, der periodisch verläuft, weicht aber stark von den Sinus ab. Wir haben jetzt also einen Einfluss von der Stadt Auslenkung. Das, womit wir uns heute beschäftigen werden, ist aber der Fall, dass die Auslenkung hier sehr klein ist. Und dann haben wir hier etwas, was im Prinzip ein sinusförmiger Verlauf ist. Also machen wir eine Skizze. Wir haben jetzt ein Pendel. Es ist eine Masse, die wir mit einem Faden irgendwo an einer Decke oder an einem Stativ befestigen. Ich zeichne das hier gestrichelt und die Masse also einen leeren Punkt hier. Das soll jetzt andeuten, dass es sich hier um die sogenannte Ruhelage handelt. So, und wenn wir jetzt unser Pendel hier auslenken, haben wir hier den Faden, unsere Masse und der Buchstabe L steht für die Fadenlänge. So, dann haben wir hier einen Winkel und die X-Koordinate von der Masse bei der
Auslenkung um den Winkel Alpha. Das ist die Amplitude, die wir bei dieser Bewegung betrachten. Also die Bewegung eines Wadenpendels in X-Richtung entspricht bei kleinen Auslenkungen einer harmonischen Schwingung. Es muss also eine Rückstellkraft Fr geben, die proportional zu der Auslenkung des Wadenpendels ist und in Richtung der Ruhelage zeigt. Also eine Kraft, die irgendwie da hinzeigt und entlang dieser Linie, die wir hier als Amplitude angezeichnet haben, verläuft. So, woher kommt diese Kraft Fr? Wir müssen uns jetzt auf eine kleine Suche begeben und gucken uns an, welche Kräfte gibt es hier in diesem System. Also man sieht jetzt offensichtlich nicht, woher kommt dieses Fr hier. Aber es gibt eine Kraft, die in diesem System eine Rolle spielt, und das ist die Gravitationskraft. Es gibt eine Kraft, die jetzt hier senkrecht nach unten zeigt. Und dann gibt es auf jeden Fall eine andere Kraft. Und zwar, das ist jetzt die Kraft, die entlang von diesem Faden wirkt und dafür sorgt, dass unsere Kugel jetzt hier nicht in Richtung Erdmittelpunkt beschleunigt wird, sondern sodass es hier sozusagen alles festgehalten wird. Und dieser Kraft verläuft jetzt hier entlang dieses Seils, und deshalb sprechen wir hier von der sogenannten Seilkraft. Und ich notiere sie hier mit F und in dem Index das Wort Seil. Also Fr ist eine Kraft, die aus Fg und F-Seil resultiert. Wenn wir jetzt beide Kräfte addieren, Fg plus F-Seil, dann erhalten wir die Kraft Fr. Als nächstes würde ich gerne diese drei Kräfte in ein Dreieck zusammensetzen. Also ich nehme jetzt diese Kraft Fg und verschiebe sie von da nach da. Und dann habe ich die Pfeile etwas größer dargestellt. Und dann kann man Fg, F-Seil und Fr zu einem rechtwinkligen Dreieck zusammensetzen. Da Fg senkrecht zu Fr ist, bilden die Kräfte ein rechtwinkliges Dreieck, notieren wir an dieser Stelle. So, da wir jetzt rechtwinklige Dreiecke haben, gibt es im Prinzip zwei Gedanken, die wir verfolgen können. Das eine, was bei einem rechtwinkligen Dreieck wirkt, ist natürlich der Satz des Pythagoras, was aber in Physik meiner Meinung nach sogar noch öfter vorkommt, sind die sogenannten trigonometrischen Funktionen, die dort eine Rolle spielen, also die Funktionen Sinus, Cosinus und Tangens. Nun können wir uns in den Dreiecken folgende trigonometrischen Zusammenhänge anschauen. Und zwar haben wir jetzt hier einmal der Sinus von Alpha. Das ist die Gegenkathete von zu Winkel Alpha. A liegt gegenüber von Alpha und L ist dabei die Hypotenuse, also die Amplitude durch L ist der Sinus des Winkels Alpha. Wir befinden uns also hier in diesem Dreieck. Und dann haben wir den Tangens von Alpha. Das ist hier die Gegenkathete Fr geteilt durch die Ankathete Fg. Hier habe ich ein Minuszeichen hingeschrieben. Der Grund ist, also es gibt zwei Möglichkeiten, jetzt das zu erklären. Es gibt einmal die physikalische Sicht. Also einmal möchte man verdeutlichen, dass diese Rückstellkraft der Auslenkung entgegengesetzt ist. Deshalb hier ein Minuszeichen. Die mathematische Erklärung wäre, der Grund ist hier, weil sich die Pfeilspitzen von diesen sogenannten Vektoren hier in diesem rechten Winkel treffen, und deshalb müssen wir jetzt hier ein Vorzeichen umkehren. Ich finde aber an dieser Stelle die physikalische Erklärung ein wenig überzeugender. Also notieren wir, das Minuszeichen vor der Rückstellkraft kommt daher, dass die Rückstellkraft und die Amplitude entgegengesetzt sind. Das nächste, was wir uns an dieser Stelle angucken möchten, ist die sogenannte Kleinwinkelnäherung. Dazu wechseln wir jetzt zu GeoGebra.
Okay, ich zoome hier ein wenig rein. Und mache die Schrift ein bisschen größer. So, jetzt möchte ich den Graphen der Funktion zeichnen, die folgende Vorschrift hat: f von x ist gleich x. Das ist jetzt einfach nur eine Gerade, die unter dem Winkel von 45 Grad durch den Koordinatenursprung verläuft. Und die können wir auch ein bisschen dicker machen. So, also diese, ich glaube, grüne Kurve, dieser grüne Graph ist f von x ist gleich x. So, dann kommt die Funktion mit der Vorschrift g von x ist gleich Sinus von x. Die rote Kurve, auch die können wir etwas dicker darstellen. Und die dritte Kurve der Tangens von x hier in Blau und der die Vorschrift h von x ist gleich Tangens von x. Und auch hier können wir den Graphen etwas dicker darstellen. So, was sehen wir nun? Diese Kurven verlaufen so, dass also wir haben jetzt einmal hier die grüne Kurve, dann die rote Kurve, die da nach rechts gebogen ist. Sie macht jetzt hier so eine. Sie biegt hier rechts ab, die blaue Kurve biegt hier links ab. Wenn wir uns aber alle drei Graphen in der Nähe des Koordinatenursprungs anschauen, wenn ich hier jetzt weiter reinzoome, sehen wir, dass alle drei Graphen kaum voneinander unterschieden werden können. Das bedeutet, wenn wir jetzt kleine Werte für x haben, ist es egal, ob wir jetzt einfach nur x, Sinus von x oder den Tangens von x betrachten, weil diese Werte, die angenommen werden, im Prinzip die gleichen sind. Diese Näherung funktioniert aber nur dann, wenn wir die Winkel, die wir jetzt hier mit x bezeichnen, in dem sogenannten Bogenmaß eintragen. Und das ist auch im Prinzip der Grund, weshalb wir in der Oberstufe meistens die Winkel jetzt im Bogenmaß betrachten. Also, mit der Kleinwinkelnäherung Sinus von Alpha ist ungefähr Tangens von Alpha und das ist im Prinzip nichts anderes als Alpha. Und kleine Kleinwinkelnäherung bedeutet, wir betrachten sehr kleine Werte von dem Winkel Alpha. Gilt dann Folgendes. Wir können den Sinus von Alpha und den Tangens von Alpha hier gleichsetzen. Das bedeutet, die Amplitude durch die Fadenlänge ist das gleiche wie minus die Rückstellkraft geteilt durch die Gravitationskraft. Und wenn ich jetzt beide Seiten der Gleichung mit Fg multipliziere, kann ich diese Gleichung nach Fr auflösen und wir bekommen Fr ist gleich minus Fg mal Groß A durch L. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir uns zuvor angeschaut haben. Und zwar, wir haben einmal die maximale Beschleunigung bei einem harmonischen Oszillator. Das ist nichts anderes als minus die Amplitude mal Omega zum Quadrat. Also die Beschleunigung, die maximale Beschleunigung ist das Negative von der maximalen Auslenkung multipliziert mit dem Quadrat der Kreisfrequenz einer harmonischen Schwingung. Was wir jetzt hier haben, ist die Grundgleichung der Mechanik. Die Rückstellkraft ist die Beschleunigung mal die Masse von unserer Kugel hier bei dem Fadenpendel. Und wenn wir jetzt die Beschleunigung, also das a, mit der Masse multiplizieren, erhalten wir natürlich auch die Kraft. Das bedeutet, wir haben jetzt zwei Ausdrücke, um die Rückstellkraft anzugeben.
einmal hier diese geometrische Überlegung und einmal hier die rein physikalische. Also wir können die beiden, also die rechten Seiten dieser Gleichung und dieser Gleichung gleichsetzen und erhalten minus a mal Omega Quadrat mal m ist gleich minus m mal g. M mal g ist ja die Schwerkraft mal Groß A durch L. Und jetzt sehen wir, wir können einiges kürzen. Auf beiden Seiten der Gleichung kommt die Amplitude vor. Kürzen wir sie weg. Und auf beiden Seiten der Gleichung kommt auch die Masse vor. Also auch die spielt hier keine Rolle. Auch das kann weggekürzt werden. Das Minus an sich auch. Das bedeutet, Omega zum Quadrat ist der Ortsfaktor klein g, also dieses 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat, geteilt durch die Fadenlänge. Und wenn wir jetzt die Wurzel ziehen, erhalten wir die Kreisfrequenz dieser Schwingung, die zu dem Fadenpendel hier gehört. Und wir sehen, das ist die Wurzel aus dem Ortsfaktor geteilt durch die Fadenlänge. Also das hier ist die Kreisfrequenz eines Fadenpendels.